Ja, hallo liebe Trader, Anleger und Investoren. Hier spricht Andrei Anissimov und im heutigen Video möchte ich auf eine der wichtigsten Fragen eingehen, die mir gefühlt tausendfach in den letzten Wochen zugestellt wurden. Und zwar, der Tenor geht in die gleiche Richtung. Andrei, wir sehen, dass die Börse fällt. Du sagst ja auch, dass das Schlimmste voraus ist. Welche Möglichkeiten haben wir, um an fallenden Märkten Geld zu verdienen? Nun, genau darauf möchte ich heute eingehen und im heutigen Video werde ich dir 5 Wege zeigen, bei fallenden Kursen Geld zu verdienen. Ganz herzlich willkommen zum heutigen Video. Nun, lasst uns mal heute mit einem der größten Vorurteile über die Börse aufräumen. Und zwar der Vorurteil lautet immer wieder, fallende Kurse bedeuten Verluste für Anleger. Ich meine, offensichtlicherweise ist die Börse bereits gefallen oder wird auch noch weiter fallen, wenn die Auswirkungen der Corona-Krise in der Wirtschaft angekommen sind. Und das bedeutet, Menschen werden Geld verlieren. Richtig? Nein, absolut falsch. Fallende Märkte sind eine hervorragende Gelegenheit, um Geld an der Börse zu verdienen. Tatsache ist, mit fallenden Kursen ist das viel einfacher, Geld zu verdienen, als mit steigenden. Vielleicht hast du mal den Spruch gehört, der Bulle nimmt die Treppe und der Bär springt aus dem Fenster. Nun, genau das haben wir mit dem Corona-Crash gesehen. Wenn die Kurse zurückkommen, dann meistens sehr, sehr dynamisch. Nun, das gibt uns als Anlegern und Tradern eine sehr gute Gelegenheit, um Geld an den Märkten zu verdienen. Und genau darum möchte ich heute dieses Video machen. Ich möchte dir 5 Wege aufzeigen, um an fallenden Kursen Geld zu verdienen. So, vielleicht hast du diese Meldungen in den letzten Tagen vernommen. Ich meine, die Medien berichten permanent darüber, wie Anleger momentan bei fallenden Märkten Geld verlieren. Und mich nervt das unglaublich, weißt du? Das sind Halbwahrheiten, geschweige denn, das ist vollkommen falsch. Ja, diese Meldungen, die sind nicht nur falsch, sondern das ist absolut nicht korrekt. Ja, ich sehe das immer wieder und ich verstehe auch, dass den Anlegern die Lust am Anlegen tatsächlich vergeht, wenn man solche Meldungen hört. Nun, ich möchte damit aufräumen. Ich muss damit Schluss machen und ich kann dir sagen, das ist überhaupt nicht richtig. Weißt du, wie die Börsenhändler momentan aussehen? Genau so. Das ist die Wahrheit. Wenn die Märkte fallen, wenn wir einen klaren Abwärtstrend an den Märkten sehen, dann ist es die beste Zeit für Investoren, schnell und einfach Einkommen zu produzieren. So, lasst uns ein bisschen im Detail das auseinanderfummeln und lasst uns anschauen, woher kommen denn überhaupt diese Meldungen, dass die Anleger an der Börse Geld verlieren, wenn die Märkte crashen. Und zwar, die meisten Anleger haben nur eine einzige Strategie gelernt, die heißt Long Only und die bedeutet kaufen und hoffen. Das bedeutet, sie suchen sich Aktien, kaufen sie langfristig und hoffen darauf, dass der Kurs steigt, damit sie diese Aktien teurer veräußern können. Nun, nicht nur, dass das Prinzip Hoffnung so ziemlich das Schlechteste ist, womit man an der Börse unterwegs sein kann, diese Anleger treffen auch keine Absicherungsstrategien, die haben auch keinen Stop-Loss. Nun, wozu führt das Ganze? Natürlich, wenn sie Aktien kaufen in der Erwartung, dass die Märkte steigen, sich nicht absichern, sich nicht hedgen und dann der Markt kollabiert, dann fahren sie Verluste ein. Und das Schlimmste, was man in dieser Situation machen kann, ist die Verluste auszusitzen. Du hast doch sicherlich schon mal diesen Schweinezyklus gesehen, wenn du an der Börse investierst. Und zwar, das ist der Zyklus der Emotionen von einem Anleger, der auf seinen Aktien sitzt und darauf hofft, dass die Aktien steigen. Tatsache ist, das ist extrem schmerzhaft und du hast keinerlei Kontrolle darüber, was der Markt machen wird. Und in dieser Situation sitzen die allermeisten Anleger, verfügen sich selbst freiwillig Schmerzen zu und wundern sich darüber, dass ihnen das Investieren an der Börse keinen Spaß macht. Ich meine, Verluste aussitzen ist wirklich das Schlimmste, was man als Anleger machen kann. Ich weiß nicht, ob das der latente Masochismus ist, der die Anleger dazu bewegt, statt die Aktien zu verkaufen und Geld vom Tisch zu nehmen, dann darauf sitzen zu bleiben und zu hoffen, dass das Ganze doch noch sich dreht. Vielleicht ist es auch Trennungsschmerz, vielleicht ist es auch die Angst, etwas zu verpassen, die sogenannte Fear of Missing Out. Klar,
Anleger haben Angst, die nächste Rallye zu verpassen und genau deswegen halten sie an ihren Beständen fest, während die Märkte gegen Süden gehen. Nun, Tatsache, das eine oder das andere, das sind in erster Linie Emotionen, die mit den Anlegern durchdrehen und die den Anlegern tatsächlich Schmerzen zufügen. Und ich frage dich, willst du dir selber freiwillig Schmerzen zufügen? Ich meine, du kannst die Aktien jederzeit abstoßen und sie dann wie jederzeit wieder kaufen, wenn sie ein Signal der Stärke geben. Mein lieber Freund, wenn du dich damit jetzt befängst, dass du Verluste aussitzt, dann sage ich dir ganz klar, schau dir an, wie es die Erfolgreichen machen. Schau dir zum Beispiel Warren Buffett an. Wie macht es der Buffett? Kauft er jetzt Aktien? Nein, ganz im Gegenteil. Warren Buffett sitzt auf den höchsten Cash-Beständen aller Zeiten. Warum? Weil er logischerweise nicht auf dem Allzeithoch die Aktien kauft. Und er kauft diese Aktien auch nicht im Crash. Ganz im Gegenteil. Schlaue Investoren sichern ihre Portfolios ab, verdienen an fallenden Kursen Geld und kaufen dann die Aktien im Bullenmarkt, wenn wir Stärke sehen. Das ist der Schlüssel zum nachhaltigen Erfolg, zum Investieren an der Börse. Und ich sage das immer wieder und immer wieder werde ich nicht müde, das zu wiederholen, dass es nicht der Angriff ist, worauf es an der Börse ankommt, sondern tatsächlich die Verteidigung, die darüber entscheidet, ob du dein Geld behältst oder du dein Geld an der Börse verbrennst. Schlaue Investoren hedgen ihre Depots. Und wenn du jetzt sagst, so hedgen, hä, was ist denn das für ein Wort? Nun, das ist nichts anderes wie Absicherung. Und genau deswegen sage ich, es macht absolut Sinn, die Fahrschule für Investoren zu besuchen. Genauso wie in der Fahrschule fürs Auto, du lernst, dass es ein Sicherheitsgurt und eine Bremse gibt. Genauso lernst du in einer Investorenakademie, dass es Hedging-Strategien gibt, die dein Depot absichern und dir bei fallenden Kursen nicht Schmerzen, sondern richtig viel Freude bereiten. Hier ist ein Beispiel von unserer Crash-Absicherung, wie wir unsere Depots abgesichert haben, bevor der große Corona-Crash kam. Am 20. Februar haben wir diese Hedges aufgesetzt. Ja, das sind Puts auf den Markt, das sind Calls auf den VIX. Ich werde noch darüber zu sprechen kommen, welche Möglichkeiten du zur Verfügung hast. Aber ich kann dir sagen, das ist, wie die Profis erfolgreich an der Börse investieren. So ja, ich möchte dir hier zeigen, 5 Wege, um an fallenden Kursen Geld zu machen. Los geht's! Die erste, vielleicht hast du davon schon mal gehört, das ist die Leerverkäufe. Man kann eine Aktie leer verkaufen. Du hast sicherlich schon mal von diesem Konzept gehört. Und Tatsache ist, das Konzept ist extrem einfach zu erklären. Erster Schritt ist, du leihst dir von deinem Broker eine Aktie. Nun, wenn du eine Aktie geliehen hast und mach dir mal keine Gedanken, wie das System dahinter aussieht. Der Broker fragt den Besitzer der Aktie, ob er ihm die was leihen kann. Der wird dafür eine kleine Gebühr an den Besitzer bezahlen etc. etc. Das interessiert uns nicht, sondern uns interessiert, dass wir jemanden haben, der bereit ist, uns die Aktien zu leihen. Nun, wenn du eine Aktie dir leihst, dann schuldest du diese Aktie. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Du schuldest nicht den Preis der Aktie, sondern du verpflichtest dich, wenn du etwas leihst, diesen Gegenstand zurückzugeben und im Fall der Leerverkäufe leihst du dir halt eben einfach Aktien von anderen Marktteilnehmern. Also gut, du hast diese Aktie dir geliehen und wenn du sie besitzt, dann gehst du raus und verkaufst die geliehene Aktie zum aktuellen Marktpreis. Lass es hier pauschal $100 sein. Gut, jetzt passiert Folgendes, die Aktie fällt, so wie du dir das erwartet hast, auf $60. Wenn die Aktie am Markt nur noch $60 wert ist, dann hast du die Möglichkeit, die für $60 zu erwerben, logischerweise. Und wenn du diese Aktie für $60 erworben hast, dann kannst du die, dem dir die geliehen hat, wieder zurückgeben und damit schließt sich der Kreis. Was hast du daraus? Du hast $40 Gewinn. Warum? Weil du hast die Aktie für $100 verkauft und für $60 gekauft und dadurch hast du $40 Gewinn für dein Portfolio generiert. Was ist das Risiko dabei? Nun, das Risiko ist offensichtlicherweise, dass die Aktie steigt und du sie nicht für $60 einkaufen kannst, sondern für 110, für 120, auf jeden Fall zu einem höheren Preis als zu dem, dem du die verkauft hast.
Ja, und Leerverkäufe werden super gerne von Profis genommen, genauso wie das zweite Instrument. Und das ist wirklich meine absolute Expertise, das ist meine Nische, das ist das, wo ich herkomme, wo ich seit über 10 Jahren mir Expertise aufgebaut habe und wo ich ein ganzes Buch drüber geschrieben habe, über die Optionsstrategien. Nun, die zweite Möglichkeit, an fallenden Märkten Geld zu verdienen, ist, sich eine Put-Option zu kaufen. Nun, wenn du einen Put erwirbst, dann erwirbst du ein Recht, die Aktie für $100 zu verkaufen. Das ist das verbriefte Recht, für das du als Put-Besitzer bekommst. Nun, du hast das Recht, die Aktie für 100 zu verkaufen. Du beobachtest, wie der Preis im Markt auf 60 fällt. Und wenn er dann bei 60 angekommen ist, dann kannst du die Aktie für $60 kaufen und dein Recht ausüben, die Aktien für $100 zu verkaufen. Dieses Recht hast du als Besitzer der Put-Option. Das Ergebnis ist das gleiche. Du hast $40 Gewinn abzüglich dem Preis, den du für den Put bezahlt hast. Das Coole daran ist, der Put kostet natürlich einen Bruchteil davon, die Aktien leer zu verkaufen, die Sicherheitsanforderungen dafür zu hinterlegen, und dein Verlust ist auf den Kaufpreis dieses Puts begrenzt. Das heißt, das Maximum, was du verlieren kannst, wenn du einen Put erwirbst, ist das, was du für den Put auf den Tisch gelegt hast. Mehr Risiko hast du dort als Anleger nicht. Und ich kann dir sagen, diese beiden Instrumente, Leerverkäufe und Optionen, sind die absoluten Instrumente der Profis. Das ist das, womit Fondsmanager, professionelle Anleger und auch Warren Buffett arbeitet, denn damit handeln wir direkt über die Börsen. Es gibt keinen Emittenten, der dazwischen steht, also keine Bank oder keine andere Finanzinstitution, sondern diese Rechten und Pflichten werden über die Börse zwischen den einzelnen Marktteilnehmern gehandelt, und damit bekommst du natürlich auch den maximalen Ertrag aus diesem Instrument. Alle anderen Instrumente, die ich dir vorstellen werde, sind Ableitungen davon. Da sitzt immer ein Emittent dazwischen. Nun, dieser Emittent will natürlich für seine Tätigkeit bezahlt werden. Und damit ist der Ertrag des Anlegers in den anderen Anlageklassen geringer. Aber vielleicht sind sie einfacher zu verstehen oder zu nutzen und sind deswegen nicht nur für Erfahrene, sondern auch für Anfänger geeignet. So eins der einfachsten Instrumente, die wirklich für jeden Anfänger auch geeignet sind, um an fallenden Märkten Geld zu verdienen, sind sogenannte inverse ETFs. Ich meine, vielleicht hast du schon von Exchange-Traded Fonds gehört. Sie bilden ja einen bestimmten Basiswert nach. Nun, es gibt auch inverse ETFs, die negativ korreliert sind. Das heißt, wenn der Basiswert steigt, dann fällt der inverse ETF, und vice versa, wenn der Basiswert an Wert verliert, dann steigt der inverse ETF in Wert. Und das ist, wie gesagt, die einfachste Möglichkeit, auch mittel- bis langfristig auf fallende Kurse zu setzen. Es gibt eine ganze Reihe von allen möglichen ETFs. Es gibt auch mehrfach gehebelte, das heißt mit einem Hebel 2, mit einem Hebel 3, sogar mit einem Hebel 4. Und es gibt eine riesengroße Auswahl von allen möglichen Emittenten, von allen möglichen ETFs auf alle möglichen Basiswerte. Google einfach mal einen passenden ETF und informiere dich darüber, welche inversen ETFs es gibt auf die Märkte, die dich interessieren. Ich kann dir sagen, es gibt auf DAX, auf Öl, auf alle großen Indizien, nicht nur normale ETFs, sondern halt eben auch inverse, die dann an Wert gewinnen, wenn der Marktpreis des Basiswertes einbricht. Wie gesagt, es gibt jede Menge große Anbieter. Das Einzige, was du beachten musst, natürlich, dieser Anbieter packt in den ETF seine Verwaltungs- und auch seine Rollkosten rein. Das heißt, du bekommst nicht 100% Ertrag, sondern musst den Emittenten letztendlich an deinen Erträgen beteiligen. Nun, das ist die dritte Möglichkeit. Die vierte, die ich dir vorstellen kann, sicherlich hast du davon schon mal gehört, sind Contracts for Difference oder auch ganz kurz die CFDs. So, was sind CFDs? Nun, CFDs sind Konstruktionen, kommen ursprünglich aus England, und die haben nichts mit dem physischen Besitz einer Aktie zu tun. Es ist ein Bruchteil des Investments für diese Aktie notwendig,
Und die haben auch einen recht hohen Hebel. Du kannst den Hebel selbst auswählen. Aber ich habe schon Hebel von 100, von 200, teilweise sogar von 500 gesehen. Nun, die sind von der europäischen Aufsicht mittlerweile verboten. Trotzdem gibt es dort hochgehebelte Möglichkeiten, mit einem sehr, sehr kleinen Einsatz eine sehr, sehr große Veränderung letztendlich zu kapitalisieren. Nun, kleine Kursbewegungen ermöglichen hohe Gewinne auf der einen Seite und natürlich auch hohe Verluste auf der anderen Seite. Der Hebel ist immer in beliebige Richtung, das heißt, du musst hier ein gutes Risikomanagement betreiben und du musst auch relativ wenig nun falsch liegen, damit du gute Gewinne bringst. Ganz wichtig, du hast da keinen physischen Besitz, weder an der Aktie noch an irgendeinem anderen Terminkontrakt, sondern du arbeitest direkt mit dem Emittenten und dieser Emittent wird dir natürlich auch Kosten in Rechnung stellen, wie zum Beispiel Carry-Kosten, also wenn du diese Position zum Beispiel über Nacht oder über Wochenende hältst, dann bekommst du den Swap, also sage ich mal die Kosten des Haltens des CFDs, natürlich nun als Ausgaben gegen die Position von dem Emittenten gegengerechnet. Nun, Contracts for Difference sind wie gesagt ein sehr, sehr beliebtes Instrument, weil die relativ einfach zu verstehen sind und auch mit einem sehr, sehr kleinen Investment möglich sind. Nun, und das fünfte, was ich dir heute zeigen möchte, sind die sogenannten Strukis oder strukturierte Bankprodukte. Ich meine, du hast schon sicherlich mal von Hebel- oder Faktorzertifikaten gehört, von Optionsscheinen oder Knockout-Produkten. Es gibt eine riesengroße Vielzahl von Bankprodukten, die Emittenten auf den Markt werfen. Nun, wie der Name schon sagt, es ist ein Produkt, das die Bank produziert, wo aber letztendlich entweder Leerverkäufe oder Optionen im Hintergrund sind. Es gibt eine riesengroße Auswahl von Emittenten, von Laufzeiten, von unterschiedlichen Hebeln. Ja? Und das Ding ist, dass diese Bankprodukte vom Emittenten sowohl konstruiert wie auch garantiert werden. Das heißt, die werden nicht über die Börse gehandelt, sondern du handelst sie direkt mit dem Emittenten oder über einen Zwischenhandelsplatz. Aber auf jeden Fall ist es das Leistungsversprechen der Bank, für das du Geld auf den Tisch legst. Und natürlich gibt es dort auch Verwaltungs- und Rollkosten für diese Instrumente. Ich möchte hier gar nicht ins Detail gehen, das würde den Rahmen dieses Videos völlig sprengen, aber ich kann dir sagen, in Deutschland ist es ein sehr, sehr weit verbreitetes Instrument bei privaten Anlegern und obwohl man dort den Emittenten an seinen Gewinnen beteiligt, bestechen diese Instrumente durch teilweise ihre Einfachheit und oder durch die farbigen Präsentationen der Emittenten. Nun, wenn du nicht den Emittenten daran beteiligen willst an deinen Gewinnen, wie gesagt Leerverkäufe oder Optionen, ist die beste Wahl. Und ich gebe dir noch einen Bonus dazu, schau dir einfach mal negativ korrelierte Märkte an. Ich meine, wenn die Aktienmärkte fallen, dann ziehen die Anleger ihr Geld aus dem Markt raus. Und dieses Geld muss irgendwohin, nun typischerweise in die sogenannten sicheren Häfen. Das heißt, Anlegergeld wird in Krisen umgeschichtet und verlagert sich in so eine Basiswerte wie Gold, Staatsanleihen oder Volatilität. Auch diese Vermögenswerte sind sogenannte True Assets und ich kann dir zurufen, es gibt einen Grund, warum ich in meinem YouTube-Kanal immer wieder dafür werbe, dass man jetzt momentan Goldpositionen aufbauen sollte. Ich verlinke dir das Video hier, wo ich dir zeige, warum es so viel Sinn macht, gerade jetzt in Gold einzusteigen. Schau es dir an und ja, ich hoffe, dass du erkennst, wie einfach das ist, letztendlich an fallenden Märkten Geld zu verdienen. Die einzige Voraussetzung für den Erfolg ist die Klarheit über Ein- und Ausstiegssignale. Also du solltest das nicht aus den Emotionen treffen, sondern tatsächlich aus einem Handelssystem. Und gerade bei Leerverkäufen oder bei Positionen, die auf fallende Märkte setzen, ist das Risikomanagement A und O. Deswegen sage ich ganz klar, hier in diesem Fall sticht das System immer Emotionen aus und ich rufe dir zu, mache einen Führerschein, lerne, wie diese Instrumente funktionieren, damit jeder Börsencrash für dich eine gute Nachricht wird und nicht eine schlechte. Nun, wenn du mehr wissen willst, lade ich dich ganz herzlich ein zu meinem kostenfreien Webinar. Du kannst unter dem Video dich anmelden, es ist 100% gratis, kostet keinen Cent und ich zeige dir dort drei Sachen. Nun, zum einen, wie du erkennst, wann du auf steigende und wann auf fallende Märkte setzen kannst,
wie du an dem aktuellen Crash Geld verdienst. Nun, und wie du dann die besten Aktien findest, wenn dieser Crash vorbei ist und die Zeit ist, wirklich Schnäppchen sich ins Depot zu legen, zu einem Bruchteil der ursprünglichen Kosten. Mein lieber Freund, trag dich gerne für das Webinar ein. Ich wünsche dir viel Erfolg bei der Umsetzung. Wenn du diese einfachen Prinzipien beherzigst, dann kann dich nichts aus dem Sattel werfen. Kaufe Aktien, wenn die Märkte steigen, und verkaufe, wenn die Märkte fallen. Verdiene Geld mit System, am besten mit dem System der Trendfolger, das du super gerne im Webinar kostenfrei erfahren möchtest. Ich lade dich ein, dich zu informieren. Und ansonsten abonniere gerne meinen Kanal, like dieses Video, teile es an diejenigen, von denen du gehört hast, dass sie keine Ahnung davon haben, wie sie mit fallenden Märkten Geld verdienen. Ich freue mich, dich sehr, sehr bald wiederzusehen. Hier war Andrei Anissimov von der Trader IQ. Bis sehr, sehr bald. Viel Erfolg, viel Spaß, alles Gute und bis bald.